Herzlich willkommen bei Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, und zwar Elisabeth Herrmann. Herzlich willkommen. Hallo, liebe Ilana, herzlich willkommen. Ihr alle, die ihr zuhört, in meiner Küche, in der ich gerade sitze und mich mit euch unterhalte. Elisabeth, wir haben uns auf der Leipziger Buchmesse kennengelernt und bei einem Meet and Greet für Blogger, und ich freue mich ganz besonders, dass du so spontan zugesagt hast, mit mir ein kleines Interview zu führen. Es ist eine ganze Weile her, dass ich das letzte Mal ein Autoreninterview veröffentlicht habe, insofern was ganz Besonderes für mich auch. Und ich muss sagen, ich bin von deinem Buch Zartbittertod sehr begeistert gewesen sozusagen, weil ich habe das bisher leider noch nicht lesen können. Es ist allerdings schon als Rezensionsexemplar auf dem Weg zu mir. Aber ich muss sagen, ich bin so ein bisschen auf der Buchmesse da an mehreren Stellen quasi drüber gestolpert. Zum einen ist mir das super Cover aufgefallen an dem Hörbuchstand von dem Verlag. Und dann hatte ich noch das große Glück, mit einer Freundin bei dir auf der Lesung zu sein. Und das habe ich dir, glaube ich, auch schon privat oder persönlich gesagt. Das war so eigentlich die beste Autorenvorlesung, die ich bis dahin gesehen habe auf der Buchmesse, weil du das wirklich mit so viel, also super Betonung, und auch man hat irgendwie gemerkt, dass so unterschiedliche Leute gerade sprechen, sag ich jetzt mal, von dem Ausschnitt, den du vorgelesen hast, und ja, einfach auch mit viel Begeisterung und ja, sehr fröhlich quasi dabei gewirkt hast. Kannst du vielleicht einmal kurz erzählen oder beziehungsweise das Buch Zartbittertod mal in so ein, zwei Sätzen beschreiben, worum es da geht? Also Zartbittertod ist die Geschichte der jungen Mia, die gerne Journalistin werden möchte und für eine Aufnahmeprüfung auf der Journalistenschule ein Familienfoto recherchieren soll. Und sie wählt ein uraltes Foto aus der Kaiserzeit, auf der ihr Urgroßvater zu sehen ist, als Zuckerbäckerlehrling, als Junge. Und Jakob ist schwarz. Und das möchte sie gerne herausfinden, wie Jakob aus Afrika nach Deutschland kam. Und fängt an, Fragen zu stellen und zu recherchieren und tritt damit geradezu eine Lawine los, von der sie sich nicht hätte träumen lassen, dass das heutzutage noch möglich ist. Denn Jakob ist ein Herero gewesen, und die Geschichte führt sie tatsächlich zurück in eines der finstersten Kapitel der deutschen Kolonialzeit nach Deutsch-Südwestafrika ins Jahr 1904. Wo die kaiserliche Schutztruppe, die sogenannte, den Auftrag hatte, das Volk der Herero komplett zu vernichten. Und wir fangen an mit einem Buch, das ist ein Krimi, und er spielt im Hier und Heute, aber Mia erfährt natürlich mehr und mehr. Und wir wissen eigentlich am Anfang, wenn wir uns nicht mit der Geschichte beschäftigt haben, und das haben wahrscheinlich die wenigsten, genauso wenig wie Mia. Und je mehr wir erfahren, desto mehr sind wir auch drin und gebannt und an Mias Seite, das aufzuklären, was damals passiert ist und was natürlich heute passiert. Und das ist die Geschichte von Zartbittertod. Ich finde, das hört sich wahnsinnig spannend an als Prämisse, auch mit diesem historischen Hintergrund. Wie kam es denn, dass das für dich so, also dass du als im Grunde ja weiße Autorin ein Schicksal von einem schwarzen Einwanderer thematisiert hast? Also hast du da irgendwie einen persönlichen Bezug zu, oder wie bist du da drauf gekommen? Das ist eine sehr gute Frage, denn ich glaube, persönliche Bezüge, wenn wir Autoren nur über persönliche Bezüge schreiben würden, dann gingen uns irgendwann die Geschichten aus, weil unser Leben doch recht beschaulich und behaglich ist im Vergleich zu dem, was sein könnte oder was auf der Welt so passiert. Nee, es ging um Schokolade. Also ich hatte ja vorher Die Mühle geschrieben, und Die Mühle ist ein ziemlich hartes, toughes Buch. Und meine Lektorin und ich, wir hatten so Sehnsucht danach an einer Geschichte, die so sanft ist und lieb und trotzdem ein Krimi ist. Und dann kamen wir auf Schokolade. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht so der Schmunzelkrimi-Typ bin. Also ich bin nicht so jemand, der dann so Mord mit Schokolade, Mord mit Wein, Käsemord oder so schreibt, sondern ich suche immer irgendwas, um etwas tatsächlich, um eine Geschichte relevant zu machen, um sie packend zu machen, dass man auch wirklich sagt, das ist ein Page-Turner, nicht nur, weil ständig gemordet wird oder so. Das ist für mich eigentlich fast schon ein bisschen nebensächlich. Spannung muss natürlich sein, aber die Spannung muss auch aus der Geschichte und aus den Ereignissen herauskommen und nicht nur aus fürchterlichster Bedrohung.
Und so habe ich die Geschichte von Schokolade recherchiert. Aha. Und da kam ich natürlich über kurz oder lang auf die Kolonialzeit. Okay. Und habe ganz wunderbare Sachen herausgefunden und ganz schreckliche Dinge herausgefunden. Und irgendwo in diesem Spannungsfeld pendelte ich ständig hin und her und habe dann irgendwann meiner Lektorin gesagt, weißt du was, ich möchte in diesem Buch gerne die Kolonialzeit und diesen Völkermord an den Herero thematisieren. Und dann wurde es erstmal still im Moment und ich dachte schon, lass es bitte nicht so sein, dass sich das wie damals mit dem Kindermädchen wiederholt. Das war mein erstes Buch und bei dem habe ich über 50 Absagen bekommen, weil es auch so ein heißes Eisen anfasste. Okay. Und dann guckte sie mich an und sagte, das ist großartig, das machen wir. Und die Reaktion war überall die gleiche. Also ein Jugendbuch zu schreiben, ein Jugendkrimi, in dem tatsächlich eine fürchterliche Schuld thematisiert wird, an der wir, die wir so alt sind wie jetzt und generell auch die Generation unserer Eltern, nicht schuld sind, aber für die wir trotzdem eine gewisse Verantwortung tragen, indem wir sagen, damit gehen wir um, das wollen wir nicht, dass das vergessen wird, sondern wir wissen jetzt um die Zusammenhänge. Also das ist schon ein großes Anliegen für ein Jugendbuch und mir war es eben wichtig, dass die Leute, die das lesen, eben auch ihre Unterhaltung haben. Und trotzdem was mitnehmen. Also das war so ein bisschen der Werdegang. Spannend, ja. Du sagtest jetzt auch, das ist im Grunde ein Jugendkrimi. Wie kam das denn dazu? Ja. Also ist das tatsächlich, um auch mal eine neue Zielgruppe zu erschließen? Oder hattest du vorher schon Jugendkrimis geschrieben? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Nee, das war eigentlich so. Ich habe die Erwachsenenkrimis geschrieben um den Anwalt Fernau. Ja. Ich habe Zeugen der Toten geschrieben. Ich habe mich auch mal in Historienromanen versucht. Also ich war immer bei Erwachsenen, hatte und habe aber eine Tochter. Mhm. Und habe gesehen, wie bei der so mit 11, 12 Jahren auf einmal das Lesen aufhörte. Okay. Also sie liest nach wie vor weiter, aber es ist dann Fanfiction, WhatsApp und diese Sachen. Und dann doch mehr so das Abwandern zu den Streamingdiensten. Ja. Das hat mich so ein bisschen traurig gemacht. Und dann kam Susanne Krebs auf mich zu von CBJ, die Verlagsleiterin, und hat gefragt, ob ich nicht einen Krimi für Jugendliche schreiben möchte. Und ich hatte große Bedenken, weil ich irgendwie glaubte, als Autor, der für Jugendliche schreibt, muss man anders schreiben. Und sie sagte, nein, um Gottes Willen. Und gestern Abend, ich muss es zu meiner Schande gestehen, ich schweife jetzt mal so ein bisschen ab, haben wir zusammen Germany's Next Topmodel geguckt. Ja. Und da sitzen zwei Leute von einer Schuhfirma, die Models suchen. Und die sind beide über 50 und fangen dann an, oh, das hast du aber gut gechallenged. Und jetzt battelt miteinander. Und ich gucke nur meine Tochter an und sage, sag mal, redet ihr heute eigentlich überhaupt noch so? Und sagt sie, never ever, so reden wir nicht. Ne? Also es ist so eine künstlich aufgesetzte Jugendsprache. Und ja, die kommt in meinen Büchern zum Beispiel überhaupt nicht vor. Ja. Also ich glaube, es ist wichtig, um dahin zu kommen, also die Angst zu verlieren, dass man jugendlich wirken muss. Das wollen Jugendliche nicht. Die wollen nicht, dass einer sich zu ihresgleichen macht. Ich kann das nicht wegdiskutieren, dass ich 58 Jahre alt bin. Ja. Ich kann mich daran erinnern, noch, wie schlimm meine Häutungen waren in der Zeit, als ich heranwuchs. Die waren nicht ohne. Aber ich bin es nicht mehr, aber ich kann versuchen, Geschichten zu erzählen und mich daran zu erinnern, was damals für mich wichtig gewesen ist und diese wichtigen Themen zu bearbeiten und in Bücherform hineinzubringen. Was hat mich damals am meisten verletzt? Das war zum Beispiel die Ablehnung von anderen. Mhm. Was war damals unheimlich wichtig für mich? Das war die Zustimmung von anderen. Also meine Kommunikation mit der Umwelt war das für mich absolut bestimmende Ding. Und das sehe ich heute noch. Ich sehe heute noch, dass Jugendliche unglaublich leiden, wenn sie, ich sage jetzt mal das Wort, gedisst werden, gemobbt werden, wenn sie etwas posten und dann macht sie jemand fertig. Diese Empfindlichkeit, Sensibilität, diese Zartheit der Seele, die ist nach wie vor da. Und als ich das verstanden habe, habe ich auch komplett von mir weggeschoben, für irgendjemanden zu schreiben, weil das kann ich nicht. Mhm. Ich kann auch Erwachsenenbücher nicht für eine Zielgruppe schreiben. Klar schreibe ich Krimis, da komme ich in den Katalog und ins Regal, ja, Kriminalliteratur. Aber es ist nicht etwas, dass ich mich hinsetze und sage, ich schreibe jetzt so und so und dann schreibe ich sowieso. Es gibt Leute, die können das. Mhm. Ich kann es nicht. Ich kann nur so schreiben, wie ich schreibe.
Und die Jugendliteratur dahin zu kommen, um das jetzt zu schließen, also du merkst, ich schweife immer tierisch ab. Da kam also meine Lektor, also meine jetzt meine Verlagsleiterin und auch Lektorin auf mich zu und bat mich doch mal was zu schreiben. Da kam dann Lilienblut bei raus. Und das hat mir so einen Spaß gemacht und dem Verlag übrigens auch, dass wir gesagt haben, das wollen wir gerne fortsetzen. Und mittlerweile ist das eine wirklich sehr, sehr schöne Zusammenarbeit geworden. Ja, um nochmal auf die Sprache zurückzukommen. Also zum einen, meine Mutter regt sich übrigens auch immer darüber auf, wenn, egal wo im Fernsehen, insbesondere aber auch bei Germany's Next Topmodel, immer so sehr viele denglische Wörter benutzt werden oder englische. Ja. Also ich kann es nachvollziehen, weil ich sehe auch nicht, dass die Leute wahnsinnig stark so reden im Alltag und vor allen Dingen auch gerade, klar, es ist jetzt eine jugendliche Protagonistin, aber sie interagiert ja auch größtenteils mit Erwachsenen. Das heißt, wenn es jetzt Jugendliche unter Jugendliche wären, könnte man mal drüber nachdenken, dass man vielleicht die Sprache ein wenig anpasst. Aber schlussendlich, wie du schon gesagt hast, notwendig ist es eigentlich nicht, wenn, wie gesagt, eine Jugendliche dabei ist und die eben mit der ganz normalen Welt interagieren muss, ne? Ja, also ich glaube, man darf sie nicht zu kompliziert sprechen lassen, außer es ist nun wirklich ein Nerd, den man da auftreten lässt. Ich versuche, das alles ganz normal klingt, genauso normal, wie die sich auch unterhalten. Also ich fahre jetzt mehrfach mit Freunden meiner Tochter und meiner Tochter in Urlaub, da sitzen wir 14 Stunden zusammen im Auto, da kann man nicht sich verstellen. Also da höre ich schon, wie die auch untereinander sprechen und das ist, als ob wir miteinander sprechen. Da ist kein Jugendsprech dabei. Also ich denke, das ist unglaubwürdig, wenn man das dann so unterjubelt, solche Worte. Also von daher, also ich schreibe nicht unterschiedlich für Erwachsene oder für Jugendliche. Bei Erwachsenen sind es eher andere Themen, die ich dann wähle, weil da geht es dann schon mehr darum, wie gehen Erwachsene mit der Komplexität um, die sie seit 20, 30, 40 Jahren ertragen müssen. Da ist eigentlich eher das komplizierte Geflecht des Miteinander und Gegeneinanders in einer Welt, in der sie sich bewähren mussten bereits schon oder gescheitert sind. Das sind eher die Themen. Während bei Jugendlichen alles so auf Anfang steht, alles ist so das erste Mal, alles bekommt eine große, große Bedeutung. Und deshalb ist es auch anders von der Themenwahl hier. Ich habe das, dass sehr viele Erwachsene lesen meine Bücher. Und dann kriege ich auch manchmal mache ich das, wenn ich bei Amazon gucke, was wird denn da rezensiert. Und dann sagen die, ja, das hat mir jetzt zu lange gedauert, bis der Krimi in Fahrt kam. Oder ein Mann, die kam mir so naiv vor, so kann man sich doch nicht verhalten. Ja, Leute, dann dürft ihr nicht als Erwachsene ein Buch lesen, das eigentlich für ab 14 ist. Ja, also das ist einfach anders. Also wenn ich den ersten Harry Potter lese, der auch noch anders angelegt war als die restlichen Harry Potters, das kriegt man an Einzelheiten noch mit. Da frage ich mich auch, ja, also muss das denn so kindlich sein und alles? Ja, es ist ein Buch für Kinder. Meine Güte, da kann doch Frau Rowling nichts dafür, dass es jetzt irgendwie 50, 60-Jährige lesen und vielleicht eine gewisse Naivität beklagen. Also lasst mal die Kirche im Dorf. Ja, das stimmt allerdings. Du hast vorhin auch schon die Schokolade angesprochen, dass das ein bisschen die treibende Kraft für das Thema dieses Buches war. Ja. Witzige Story, ich habe mir tatsächlich, glaube ich, vorgestern beim Einkaufen Pralinen mitgebracht, weil ich gedacht habe, Mensch, bald kommt das Buch wahrscheinlich an und ich finde, man muss das Stil echt mit Pralinen genießen. Oh mein Gott, ich stürze die ganze Bundesrepublik in Übergewicht. Meine Güte. Alles ist auf Detox, alles auf Teilzeitfasten, alles auf gesunde Ernährung, gluten- und laktosefrei. Und ich hau euch die Schokolade um die Ohren. Ich finde das herrlich, das ist doch wunderbar. Man muss das auch ein bisschen genießen, das Leben. Es ist zu kurz. Ja, ich denke auch. Vor allen Dingen, ein Pralinchen hat noch keinem geschadet. Never ever. Man sagt ja immer, das Gewicht und es schadet ja nicht das, was man zwischen Weihnachten und Neujahr zu sich nimmt, sondern das zwischen Neujahr und Weihnachten. Richtig. Genau, deswegen habe ich gedacht, das muss einfach stilecht da mal zugehören. Ich fand auch in der Lesung, hattest du eine Stelle vorgelesen, die wirklich sehr unheimlich und sehr gruselig war eigentlich. Da ging es, glaube ich, um einen Herrn, der auf dem Dachboden nachgeguckt hat, weil er komische Geräusche dort gehört hat. Wahnsinn, also ich bin sehr, sehr gespannt auf das Buch. Vielleicht kannst du ja schon mal erzählen, welchem Charakter du da das meiste Herzblut eigentlich geschenkt hast.
Das meiste Herzblut habe ich natürlich Mia geschenkt. Das ist meine Hauptfigur, die aufgewachsen ist in Meißen. Das liegt in Sachsen, eine wunderschöne Stadt. Und das Schöne ist, dass man als Buchautor ja auch immer die Locations selber aussuchen kann. Und mir aufgefallen ist, dass der Osten Deutschlands eigentlich kaum eine Rolle spielt. Ich lebe in Berlin, ich habe dieses Brandenburg um mich herum. Ich bin wirklich schnell in der Oberlausitz oder im Oderbruch. Das heißt, solche Städte auch mal ein bisschen in den Fokus rücken und ihre Schönheit auch beschreiben, das finde ich auch toll. Außerdem fand ich es gut, direkt mitten nach Sachsen das erste sächsische Mixed Couple zu setzen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig für, ich weiß nicht, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber gerade in der heutigen Diskussion, wo es dann immer heißt, ja, die Sachsen sind fremdenfeindlich, sie haben zu 20% AfD gewählt, ja, aber dann sage ich mal, 80% haben es nicht und für die müssen wir da sein. Also das ist einfach auch so, und wenn man sagt, mich fragt, hast du eine Message, dann ist das vielleicht so ein ganz, ganz kleines bisschen. Also bei Mia bin ich sehr, ich begleite sie ja dann nach Lüneburg, wo sie recherchiert in dieser großen Mega-Schokoladenfabrik der Herders. Als zweites ist es natürlich ein bisschen der unbekannte Jakob, den wir auch nicht genauer kennenlernen, weil wir wissen zu wenig über ihn. Aber wir können seinen Leidensweg ein bisschen verfolgen und auch den Leidensweg seiner Eltern, die 1898 in Swakopmund geheiratet haben. Corinthia, eine Schwarze, aber von Weißen missioniert. Und Karl Arnhold, ein Bäcker, der dort, also völlig unpolitisch und überhaupt kein Krieger, der dann zwangsweise eingezogen wird zur Schutztruppe und dort fürchterlich leiden muss. Denn den Soldaten ging es dort auch nicht gut, die wurden auch richtig verheizt. Und dann natürlich diese Dispute und die Angst, die er hatte, als er merkte, wie das dann in seinem Umfeld auf einmal dieser unheimliche Rassismus aufblühte, der ja tatsächlich die Wurzeln für das gelegt hat, was 1933 geschah und dann bis 1945 in diesem europaweiten, unfassbaren Holocaust geändert hat. Da hing schon so ein bisschen mein Herzblut zu sehen, wo sind die Wurzeln, wo fing das an. Also dort in Afrika auf jeden Fall, aber Mia auch, die versucht für sich selbst, glaube ich, am meisten mal ein bisschen Licht in dieses wirkliche Dunkel zu bringen. Kannst du uns beschreiben, wie viel von dem Jakob quasi historisch war oder wie viel, also ist das wirklich eine Person gewesen, der tatsächlich auch eine Zuckerbäcker-Ausbildung genossen hat oder ist das jetzt natürlich einer, der exemplarisch für alle steht? Es ist alles erfunden. Ich schreibe auch direkt auf der ersten Seite, alle Personen sind erfunden, Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Ich habe mich an den Gegebenheiten orientiert, die es da gab. Ich habe da viel recherchiert, um zu sehen, wie war das Leben damals in den Kolonien, was ist politisch geschehen, warum wurde auf einmal aus einem winzig kleinen, dass sie dort unten sich aufgelehnt haben gegen die Versklavung. Es gab tatsächlich insgesamt, man schätzt, 200 tote Siedler, denen dann fast 50.000 tote Herero gegenüber lagen, muss man fast sagen. Das sind alles tatsächlich reale Geschichten. Ich habe dann mich bei den Auszügen, da sind ja so alte Tagebuchauszüge dabei, bei denen habe ich mich sehr an die Sprachmelodie und die Ausdrucksweise von Gustav Frenzen orientiert. Das ist tatsächlich ein sehr genauer Blick in die Schutztruppe Peter Moors Reise nach Südwesten, ein antiquarisches Buch, das 1906 rauskam und damals ein Mega-Bestseller war. Das ist die Geschichte eines einfachen Soldaten, der dort runterkommt und sich natürlich auch die Frage stellt, wie kann das sein, dass die Missionare sagen, alle Menschen sind gleich und jetzt müssen wir diese Menschen umbringen, also weil sie sich erhoben haben gegen den sogenannten weißen Herrenmenschen. Frenzen war damals nationalkonservativ, ist dann später zu einem glühenden Nationalsozialisten und Faschisten geworden und man erkennt sehr viel, also auch an den Termini. Es wurden Konzentrationslager errichtet, es gab Rassenschande, sogenannte, es gab Mischehen, also alles war die Wurzel, war dort gelegt und das finde ich so
so wichtig auch zu sehen, also dass so aus diesem, wo die Anfänge tatsächlich lagen, denn auch Faschismus blüht ja nicht von nichts auf, das kommt ja von irgendwoher. Und da müssen wir uns heutzutage auch müssen wir sehr genau beobachten und sehr genau hinschauen und vor allen Dingen hinhören, wo in unserem Umfeld dann Tendenzen da sind, sagen wir mal, Dinge zu verharmlosen und durch den Kakao zu ziehen. Damit fängt es ja eigentlich schon an, also diese ganze Gender-Debatte, MeToo, aber auch die sogenannte Flüchtlingskrise. Also da läuft viel, ufert viel aus an den Rändern im Moment. Und damals war das ähnlich. Also ich komme jetzt wieder vom Hundertsten auf Tausendste. Eine reale Vorlage in dem Sinne gab es nicht, aber es gab eine reale Vorlage für das Foto. Das Foto habe ich nämlich im Original gesehen, da standen nur keine Leute dabei. Das war eine Aufnahme aus dem Jahr 1913, also unmittelbar am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Und das habe ich in Tallinn gesehen. In Tallinn war mal die Hauptstadt Estlands und das war mal eine Marzipanstadt, genau wie Lübeck. Ja. Aber wir erinnern uns, Königsberg liegt ja auch direkt um die Ecke und Königsberger Marzipan ist ja auch weltberühmt. Und da gibt es am Marktplatz ein Café und ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber das hatte so Milchglasscheiben, in die so Werbung geätzt war. Und da stand Marzipanbäckerei Gustav Stute, gegründet 1864 oder so. Und da bin ich rein, habe mir die lieben Frauen, die Ästinnen, die das dann mittlerweile betrieben, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, mir alte Fotos gezeigt. Und unter anderem war dieses Nashorn dabei. Und das ist mir eigentlich bis heute nicht aus dem Sinn gegangen. Das war so der Auslöser, auch so ein Urauslöser, zu sagen, ja, ich nehme mal Schokolade, ich möchte irgendwas aus diesem Nashorn machen. Ja, cool, hört sich gut an. Also ich finde, das sind wirklich sehr, sehr wichtige Themen, die da angesprochen werden. Das ist wirklich sehr spannend. Wenn dein Buch verfilmt werden würde, ich glaube, andere Bücher um diesen Ermittler Fernau wurden ja auch schon verfilmt. Ja. Wen würdest du denn gerne in den Hauptrollen sehen? Also ich hatte jetzt ein wahnsinnig schönes Erlebnis mit Schattengrund. Das ist auch ein Jugendkrimi, der allerdings altersmäßig um 10 Jahre dann fürs Fernsehen angehoben wurde, um eine breitere Zielgruppe zu erreichen. Von der Konstantin, also Oliver Berben, hat sich das ausgeguckt. Und da hat Josephine Preuß die Nico gespielt. Und könnte mir durchaus vorstellen, also wenn das dann wieder so geschieht, als dass man sagt, okay, wir heben sie dann von 19 so auf Mitte, Ende 20, dann wäre eigentlich das Traumpaar tatsächlich für mich wieder Steve Windorf und Josephine Preuß. Aber mal gucken, ich finde auch andere junge Schauspielerinnen ganz, ganz großartig. Emilia Schüle zum Beispiel, die begeistert mich sehr. Ich glaube, man muss da einfach mal schauen, wer passt da am besten drauf. Aber das wäre so meine Traumbesetzung. Ja, Josephine Preuß finde ich auch super. Ja. Gut, dann haben wir noch eine kleine letzte Frage, bevor wir zu ein paar Quickie-Fragen vielleicht kommen. Aber eine würde ich ganz gerne tatsächlich noch so zwischenschieben, nämlich was als nächstes so geplant ist bei dir. Kannst du schon mal einen kleinen Ausblick geben, was wir nachher machen? Ich schreibe, ich habe verschiedene Projekte. Das ist ja bei Autoren so, die wenigsten können sich über Jahre hinweg an einem Projekt festhalten, weil dann würde man verhungern. Also man hat mehrere Projekte so, wo man das eine dann mal hinlegt und das andere dann wieder vor sich nimmt. Ich schreibe gerade am dritten Teil von Zeugin der Toten meiner Tatortreinigerin Judith Kepler, die eine schlimme DDR-Vergangenheit hatte und deren ganze Familie für den Ostgeheimdienst gearbeitet hat und in den Zahnrädern dieser Maschinerie auch tatsächlich umgekommen ist. Und sie glaubt aber, dass jemand überlebt hat, das könnte ihr Vater sein, der untergetaucht ist. Und das ist so die letzte Folge dieser Trilogie, an der schreibe ich gerade. Und deshalb fahre ich auch morgen nach Odessa, um dort ein bisschen zu recherchieren. Da freue ich mich sehr drauf. Das wird wieder sehr, sehr spannend. Das ist ja das Schöne, dass man da auch mal rauskommt vor die Haustür und auch mal was anderes kennenlernt. Also das mache ich sehr, sehr gerne. Ja, zwischendurch
arbeite ich an einem Drehbuch für Werner von Braun. Das ist sehr, sehr wissenschaftlich, aber auch gleichzeitig menschlich-ethisch interessant. Die Frage, entschuldigt das Werk das den Menschen? Das ist eigentlich eine ganz uralte Frage, der wir da nachgehen wollen. Und ich mache Seefeuer. Das ist auch ein Jugendbuch von mir. Das adaptiere ich als Drehbuch auch wieder für die Konstantin-Film und freue mich da sehr drauf, dass die Zusammenarbeit mit diesem tollen Team weitergeht. Wahnsinn. Ja, viele Eisen im Feuer. Also ich glaube, man kann sich durch deine Backlist auf jeden Fall gut durchlesen. Genau, dann wollen wir doch die letzte Frage quasi einmal angehen. Und zwar finde ich das immer die spannendste Frage, weil es im Grunde dazu führt, dass der Stapel ungelesener Bücher niemals leer wird. Wenn meinen Hörern beispielsweise jetzt Zartbitter Tod sehr zusagt oder auch sie es gelesen haben und es toll fanden, natürlich neben deinen anderen Büchern, welches Buch würdest du denn ihnen empfehlen, als nächstes zu lesen und warum? Wenn sie tatsächlich zur jüngeren Zielgruppe gehören, dann auf jeden Fall Schattengrund, eine düstere, fast mystische Geschichte, aus einem Dorf im Harz, in das Nico zurückkommt. Dort hat sie in der Kinderzeit immer Ferien bei ihrer Tante gemacht und sie mitbekommt, dass das ganze Dorf sie hasst und sie kann da aber nicht raus und kriegt mit, dass sie schuld an etwas sein soll, was sie gar nicht glauben kann, fängt an, selbst Fragen zu stellen. Es ist im Winter angesiedelt und es ist ein wunderschönes, romantisches Buch auch. Ich habe dafür sogar ein Märchen eigens geschrieben, das da drin steht. Also meine Art der Dinge, wie die Rosttrappe im Harz auf dem Brocken entstanden ist. Also man bekommt diese Gegend mit, die ich sehr, sehr liebe. Der Harz ist ja das ist so ein dunkler, grüner Fleck auf unserer Landkarte. Grimms Märchen, Goethes Faust spielt da. Also das ist schon eine tolle, tolle Geschichte. Also die zieht einen richtig rein. Übrigens auch für Erwachsene. Und bei Erwachsenen würde ich sagen, ich fände es schön, wenn sie sich vielleicht Zeugin der Toten vornehmen. Das ist jetzt 7 Jahre her. Das erste Buch über Judith Kepler, Stimme der Toten. Das zweite ist ja jetzt gerade im Winter rausgekommen, kann aber auch alleine gelesen werden. Und das sind wirklich meine Herzblutbücher, in denen es ein bisschen um unsere deutsch-deutsche Vergangenheit geht und um ein bisschen aktuellere Themen. Also im zweiten Teil wird Judith erpresst, weil sie in der Bank arbeitet, im Sicherheitsbereich, dass sie da etwas tun soll, was illegal ist. Und sie vermutet einen Bankraub. Es ist aber noch viel, viel schlimmer. Und sie lässt sich tatsächlich darauf ein, aus ganz bestimmten Gründen. Also das ist schon ein tolles Buch. Also ich liebe es sehr. Wow, das hört sich sehr, sehr spannend an. Und darüber hinaus, wenn jetzt jemand nochmal besonders gerne in die afrikanische Richtung gehen wollen würde, was aber trotzdem einen deutschen Bezug hat, fällt dir da noch irgendwas ein, was du vielleicht im Zuge deiner Recherchen oder Ähnlichem gut empfehlen kannst? Das sind meistens wissenschaftliche Abhandlungen gewesen, die ich gelesen habe. Ich habe mich weniger auf Fiktion und Romane fokussiert, aber was ich tatsächlich herausragend finde, weil es sehr, sehr einfühlsam und stimmig geschrieben ist, das ist Uwe Timm Morenga. Das ist die Geschichte des Herero-Häuptlings, der sich versucht hat aufzulehnen und seine Getreuen um sich geschart hat. Und das sehr, sehr literarisch beschrieben auch. Also das Buch hat mich eher von seiner hat mich aus zwei Dingen fasziniert, wegen seiner literarischen Qualität und auch wegen der vielen, vielen Einzelheiten, die ich noch nicht wusste und noch nicht kannte, die tatsächlich in der Kolonialzeit passiert sind. Also er hat sehr genau hingesehen, auch auf die Grausamkeiten dort, die die Besatzer ausgeübt hatten, auch auf die Ungerechtigkeiten, auf diese Hilflosigkeit, mit der die Schwarzen dort wirklich immer mehr gepiesackt wurden, bis gar keine andere Möglichkeit mehr bestand, als sich zu erheben. Und man weiß, wie der Aufstand ausgegangen ist, aber er ist wirklich sehr, sehr eindringlich und gut beschrieben.
Das hört sich auch sehr schön an. Ja, vielen Dank für den Tipp. Dann auch vielen Dank für das Interview. Ich denke, wir können noch mal ein paar Quickie-Fragen einschieben zum Schluss. Ja. Einfach mal aus dem Bauch heraus antworten. Roman oder Sachbuch? Roman. Hörbuch oder Buch? Buch. Was ist dein zuletzt gelesenes Buch? Till. Ah, okay. Mhm. Und dein Lieblingsleseort ist? Mein Bett. Und hast du eine Lieblingslesejahreszeit und wenn ja, welche und warum? Das ist jetzt gerade diese, wo der Frühling noch nicht kommt, der Winter sich noch nicht verabschiedet hat und man irgendwie ungeduldig die Zeit überbrücken muss und den letzten Tee kocht, die letzten Plätzchen knabbert und sich sagt, sei froh drum, der Sommer wird lang und schön, du wirst so viel draußen sein und so viel erleben, du wirst es dann genießen, wieder zurückzufallen in deine Polster und bei Kerzenschein und leiser Musik Bücher zu lesen. Vielen, vielen Dank, Elisabeth Herrmann, für dieses tolle Interview. Sehr, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Danke für die tollen Fragen. Gerne, gerne. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuecherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buecherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.